Website aus, kommen Sie ganz direkt in den Online-Shop. Und dann kommt es darauf an, wenn Sie jetzt einfach ein Unterhemd suchen, dann können Sie sich über Herren und dann Unterhemden sich alle Artikel auflisten lassen, alle Unterhemden, die wir haben. Und dann in der Produktdetailseite sehen Sie dann eben die Vor- und Rückansicht, welche Pflegehinweise gibt es, was für Besonderheiten hat das Unterhemd. Und wenn Ihnen das gefällt, dann wählen Sie Stück, Zahl und Größe aus und legen es in den Warenkorb. Wenn ich ganz bewusst drüber nachdenke, dann ist das alles schon ziemlich schräg. Aber deswegen tue ich es einfach. Beruf mich da einfach auf die ganzen tollen Geschichten, die anderen Mitarbeiter schon erzählt haben, den Spaß, den sie dabei haben. Und da wir uns sowieso ständig ja mit der Wäsche beschäftigen, die eigentlich ständig vor Augen haben, auch ich im Internet habe ständig irgendwelche Slips oder BHs oder Unterhemden auf meinem Bildschirm, ist es dann gar nicht so erschreckend. Mal hängen, ja. Lassen. Das ist Komatsu Earth. Das ist also unsere fair gehandelte und gottzertifizierte Baumwollwäsche. Es geht eben nicht nur darum, möglichst billig irgendwelche Wäsche zu tragen, sondern auch noch ein bisschen weiterzuschauen. Ja. Danke. Und auch ganz am Anfang, als ich hier eintrat in die Firma, gab es so eine Schnupperrunde und dann erzählte man mir also von dem Busle, dem Komatsu-Busle, mit dem man also viele Fahrten macht und der eigentlich immer uns ganz hilfreich ist. Als ich dann im Controlling war, musste ich feststellen, dass dieses Wort Busle tatsächlich auch auf den Blättern genauso existiert. Ich fand's super lustig. Wenn ich natürlich nun gar nichts verstehe, was auch am Anfang vorgekommen ist, dann sage ich's und dann wird auch wirklich ganz nett versucht, ein bisschen Hochdeutsch mit mir zu sprechen. Ich habe aber schon viele tolle Vokabeln gelernt. Mittlerweile Gesellz, ein unglaublich merkwürdiges Wort für Marmelade.